Moin aus Enten. Heute befinden wir uns im Stadtteil Transvaal. Wir möchten Ihnen heute eine Immobilie präsentieren, die aus dem Jahr 1953 stammt. Der Anbau ist 1957 errichtet worden. Das Haus ist komplett verklinkert worden und mit einer Außendämmung versehen im Jahre 1979. Die Immobilie hat eine Wohnfläche von insgesamt 150 Quadratmeter und eine stolze Nutzfläche von 83 Quadratmeter. Das Grundstück bemisst 434 Quadratmeter. Folgen Sie uns auf einen kleinen Rundgang. Herzlich willkommen im Erdgeschoss. Das gesamte Erdgeschoss ist mit einem hochwertigen Parkettfußboden ausgelegt. Als erstes möchte ich Ihnen das erste Schlafzimmer jetzt präsentieren. Das gesamte Objekt ist mit einer Außenjalousie ausgestattet. Hier möchte ich Ihnen gerne die hochwertige Einbauküche präsentieren. Die Küche ist weiß gelackt und ist mit einer Granitarbeitsplatte versehen. Der Gasherd ist aus dem Jahre 2010. Als nächstes möchte ich Ihnen das Duschbad mit WC präsentieren. Dieses ist noch aus älteren Zeiten. Als nächstes möchte ich Ihnen einen weiteren Raum zeigen. Hier befindet sich Haselnussbaumparkett am Boden. Natürlich auch Außenjalousien, wie vorhin schon erwähnt. Diesen Raum könnte man auch ideal als Esszimmer nutzen. Jetzt möchte ich Ihnen gerne das sehr schöne Wohnzimmer zeigen. Von hier aus gelangen Sie in den wunderschönen, gepflegten Garten. Und jetzt möchte ich Ihnen das Obergeschoss präsentieren. Das gesamte Treppenhaus ist mit einer dunklen Vertäfelung ausgestattet. Es verfügt über drei Emporen und bietet somit eine großzügige Raumatmosphäre. Willkommen im Obergeschoss. Das gesamte Obergeschoss ist mit Laminat ausgelegt. Als erstes möchte ich Ihnen das Schlafzimmer hier zeigen. Dann möchte ich Ihnen gerne die Küche zeigen. Aktuell ist es eine Küche. Natürlich kann dieser Raum auch anderweitig genutzt werden, zum Beispiel als Schlafzimmer, Hobbyraum oder ähnliches. Dann haben wir hier auch auf dieser Etage einen Duschbad mit WC. Und ein Handtuchhalskörper ist hier vorhanden. Das ganze Badezimmer ist aus einem, ist schon etwas neuer. Jetzt möchte ich Ihnen gerne das aktuelle Wohnzimmer zeigen. Auch diesen Raum könnte man als Schlafzimmer nutzen. Und jetzt das Highlight des Hauses hier, der Wintergarten mit Balkon. Der Wintergarten wurde im Jahr 2002 errichtet. Es verfügt über eine Fußbodenerwärmung. Hier haben wir drei Türen insgesamt. Außerdem wird es beschattet durch weiße Plissés. Die Schweißbahnen hier oben auf dem Balkon wurden im Jahre 2018 komplett neu verlegt. Von hier aus genießen Sie den Blick über Transvaal, können hier Sonnenstunden und die Abendstunden genießen. Jetzt möchte ich Ihnen gerne das Dachgeschoss präsentieren. Willkommen im Dachgeschoss. Das Dachgeschoss verfügt über zwei separate Räume. Aktuell sind es Nutzflächen, weil hier noch keine Heizung installiert wurde. Mit etwas handwerklichem Geschick kann man dieses natürlich nachrüsten. Das Dach wurde im Jahre 2002 neu gedeckt und gedämmt. Im Zuge dessen wurden alle Dachfenster erneuert. Jeweils sind alle mit einer Außenjalousie ausgestattet. Zusätzlich befindet sich hier auf dieser Ebene noch ein WC mit Waschbecken. Als nächstes möchte ich Ihnen den Keller präsentieren. Herzlich willkommen im Keller. Der Keller verfügt über fünf separate Räume. Eine stolze Stehhöhe von insgesamt bis zu 1,94 Meter ist hier vorhanden. Außerdem befindet sich hier noch ein Bad aus älteren Zeiten. Hier aktuell befinden wir uns in der Waschküche. Die Junkers Brennwerttherme ist hier untergebracht und hat einen Speicher von 120 Liter. Diese datiert aus dem Jahr 2006. Von hier aus gelangen Sie in den weiteren Raum, in die Werkstatt, in den Fahrradraum und natürlich eine Tür nach außen ist hier gegeben. Willkommen im vorderen Außenbereich. Das Objekt verfügt zusätzlich über einen Pkw-Stellplatz und über einen verzinkten Gartenzaun. Außerdem befindet sich hier eine Überdachung, eine abgeschlossene Überdachung. Die Türen sind aus Aluprofil mit weißem beschichteten Kunststoff überzogen. Jetzt möchte ich Ihnen gerne den hinteren Teil des Gartens präsentieren. Jetzt befinden wir uns im hinteren Teil des Gartens. Der Garten ist pflegeleicht angelegt und sehr ruhig.
Außerdem befindet sich hier eine Wasserzisterne im Erdreich. Diese verfügt über 5500 Liter Fassungsvermögen. Das Hauswasserwerk mit elektrischer Pumpe befindet sich im Keller. Wenn Ihnen dieser kleine Rundgang gefallen hat, hier in Emden-Transvaal, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Das Ahoi-Team wünscht Ihnen einen schönen sonnigen Tag.